Sommer. Zeit, um nachzulegen am Grill. Mit den Stars der Penny DEL. 14 Teams, 7 Duelle. Wer spielt am besten mit dem Feuer? Heute Raubkatzen am Grill. Die Straubing Tigers treffen auf die Augsburger Panther. Dritte Woche, dritte Folge der Penny DEL Grillmeisterschaft. Wir freuen uns auch heute wieder auf... Stefan, ich mach grad das Opening. Darf ich bitte? Okay, und bitte? Herzlich willkommen zur Folge 3 der Penny DEL Grillmeisterschaft hier in diesen heiligen Hallen. Und das sind unsere Grilljunkies. Hier wohnen Käthe, Lotte und Heinrich. Jetzt sind wir hier. Tim Brunhuber, Straubing Tigers, Stürmer. Parker Thumi, Straubing Tigers, Stürmer. Am Grill wird's gleich heiß. Aber die Augsburger machen wir kalt. Hey Jungs, gut gebrüllt. Aber aufpassen, Burschen, nicht durchs Rost fallen. Ich bin Niklas Länger, Verteidiger bei den Augsburger Panthern. Ich bin Markus Keller, Torwart bei den Augsburger Panthern. Auf geht's. Tja, die denken echt, die haben eine Chance gegen uns. Lächerlich. Ja, und da sind sie jetzt bei uns. Stefan, ich hoffe, es ist okay, wenn ich wieder übernehme. Oh ja, sonst gerne. Ja. Und man kann ja auch mal erwähnen, dass die Mannheimer bislang ziemlich losgelegt haben. 55 Punkte, also die haben die Messlatte wirklich hochgesetzt, Kovi, oder was sagst du? Ja, das stimmt, das war eine bockstarke Leistung, aber wie gesagt, von unseren 65 Maximalpunkten noch weit entfernt. Ja, und dann gibt es ja auch noch die Quiz-Challenge in dieser Saison, da kann man auch nochmal 5 extra Punkte holen. Also, Jungs, ihr grillt 2 Gänge, 30 Punkte maximal sind da jeweils pro Gang zu erreichen und in der Quiz-Challenge nochmal 5 extra Punkte. Tim, zum zweiten Mal dabei und diesmal, ne, hochprofessionell mit der Schürze hier. Ja, ich habe es mir vom Herrn Zimmer ein bisschen abgeschaut, ich meine, letztes Jahr waren wir schon sehr stark. Wir starten mit dem Hauptgang. Ich bin bei 8, ich finde es geschmacklich sehr gut. Ich fand es auch sehr gut, ich bin auch bei einer 9. Und da dachte ich mir, ich klebe mir auch mal den Namen einfach auf die Brust, dass man sieht, ich bin Chefkoch. Das gucken wir uns an. Was müssen die heute zaubern, die Jungs? Wir werden vorneweg ein gefülltes Ciabatta-Brot machen, mit Schinken, Käse, Pesto, Tomate gefüllt, auf dem Ofen dann schön gebacken. Wunderbare Geschichte. Und zum Hauptgang machen wir Souvlaki-Spieße mit einem schönen, locker luftigen Tomatensalat bei den Temperaturen. Genau das Richtige. Also, ihr seid bereit? Und an die Grills. Auf geht's. Habt ihr euch vorbereitet für diese Geschichte? Naja. Oh. Wir haben gestern eigentlich hinzugesprochen, wir wollen uns auch nicht blamieren. Wenn das ein Mensch sieht, was ich hier schneide. Du bist ja brutal Profi. Ja, ich wohne alleine. Wir hatten eine ganz gute Teamaufteilung. Kels hat ein bisschen die Leitung übernommen, ein bisschen sich ans Rezept gehalten, das durchgelesen. Und ich war hauptsächlich fürs Schneiden zuständig. Du bist ja so schnell, hey. Aber ich bin halt auch so grobmotorisch. Oh Gott, wir müssen aufpassen. Hä? Grobmotoriker am Messer hier ein bisschen Sorge. Riechst du das? Ich weiß nicht, ist es der Knoblauch oder ist es Markus sein Angstschweiß, den er sonst im Tor? Falls du Zeit hast, da wäre ein zweites Messer. Könntest du ihm zur Hand gehen? Ja, das mache ich. Pass auf, Messer könnte scharf sein. Ich will nicht, dass du mit 11 Fingern heute nach Hause gehst. Ja? Habt ihr euch irgendwie besonders vorbereitet eigentlich? Noch mit Mama telefoniert. Ich habe ihr gestern die Gerichte genannt und habe gefragt, ob sie mir da welche Tipps geben kann, aber ich vertraue jetzt dir da. Ja, ist schon nochmal was ganz anderes. Also der kann einem dann schon nochmal Tipps geben, wo du selber jetzt nicht unbedingt dran denkst und auch so kleine Feinheiten. Pass auf, zeige ich euch auch. Knoblauch schneiden. Wenn ihr jetzt den Knoblauch so reinwerft, diese groben Stücke, und du beißt dann auf den Knoblauch, schmeckst du nur Knoblauch. Deshalb. Knoblauch. Salz drauf. Genau, und jetzt machen wir Salz drauf. Und dann machen wir es mit der Klingenseite, zerreiben wir das Ganze. Das Salz zerstört die Struktur und ist wie ein Reibeisen praktisch. Und du kannst es dann wie eine Paste hier super einfach zerreiben. Das werde ich daheim gleich mal der Frau zeigen. Da werde ich richtig schön klug scheißen. Für dich ist gut? Ja, ich habe schon wieder Hunger. Hast du schon wieder Hunger? Ja. Das sieht man. Also die machen da eine Doktorarbeit draus aus so einem einfachen Ciabatta. Aber beim Eishockey ist doch auch, ihr habt eine Zeitvorgabe, oder? Da könnte auch nicht sein, ich will nach 4 Stunden jetzt mal Tor schießen, oder? Ja, Tore schießen ist bei mir so eine Sache, aber ich bin ja schon mal froh, dass wir einen ungefährlicheren Spieler in der Liga gefunden haben als mich. Und der steht da drüben. Ich wollte eh mal bei euch mal kurz gucken. Hey, kannst du gleich anders. Grill ausmachen beim Gegner, kostet normalerweise einen Punkt, aber es ist ein hitziges Bayern-Derby, wir machen nochmal eine Verwarnung heute. Ich glaube, die hätten es gar nicht so kapiert und vor allem, glaube ich, hätten sie gar nicht mehr gewusst, wie der Grill überhaupt angeht. So, jetzt unfallfrei. In die Mitte draufpacken. So, und ganz wichtig dabei ist, zwischen 200 und 230 Grad, den sollte man im Grill haben,
bei indirekter Hitze. Das heißt, nicht direkt auf dem Feuer drauf, nicht direkt auf der Flamme. Rechts und links ist die Flamme, in der Mitte liegt das Brot. Was ist denn hier bei euch jetzt? Oi. Was passiert? Ich hatte die geniale Idee, dass man ja oben auch noch Basilikum drauflegen könnte. Das ist natürlich jetzt komplett verbrannt. Ach nee, jetzt hätte man nicht wissen können. Das ist sehr gut. Der ist ja wirklich komplett verkohlt. Das schaut gut aus. Du bist auch überrascht. Ich merke, du bist auch überrascht. Sag nichts. Es wird lecker. Es wird lecker, Kollege. Es wird nicht nur lecker, es wird auch Zeit. Ja. So, damit vergeben wir die Punkte. Wir beginnen mit Straubing. Chef de Cuisine. Chef de Cuisine und Co. Hier die Punkte. Oh, 4, 8, 6. Interessant. Für mich war es zu viel Pesto tatsächlich. Für mich war es auch zu viel Pesto. Dann kommen wir zu Augsburg. 6, 9, 8. In meinen Augen fand ich weniger Pesto, war mehr bei euch. Aber trotzdem, ihr habt so viel Tomate drin, die hätte normalerweise knallen müssen. Das Ciabatta bringt Augsburg nach vorn. Die Vorspeise, schon der Schlüssel zum Sieg, abwarten. So, es steht also 18 zu 23 für Augsburg. Jetzt kommt die Quiz-Challenge. Das bedeutet, es gibt 5 Punkte aufzuholen. Wäre für euch natürlich jetzt ideal, dann wärt ihr wieder dran. So, jetzt ist es wieder soweit. Buzzer-Time, Buzzer auf den Tisch. Die Quiz-Challenge folgt. Kovi, was müssen wir bedenken? Jungs, Playoff-Time, Best of 5. 3 Fragen braucht ihr zum Sieg. Allerdings denkt dran, wenn ihr buzzert und eine falsche Antwort gibt, gibt es einen Punkt fürs andere Team. Wer ist so the brain von euch? Es kommt immer aufs Thema drauf an. Habt ihr einen Quizmaster? Na, er ist ja im Moment am Studieren, also hoffe ich, dass er... So. Erste Frage. Welche Süßspeise besteht aus Rührteig mit Sauerkirschen, Buttercreme und Kakao? Rheinstrudel oder Donauwelle? Donauwelle. Nein, da war Straubing tatsächlich. Donauwelle. Donauwelle, der Punkt geht an euch, aber das war sehr knapp, sehr gut. Was gehört zum traditionellen österreichischen Fiakergulasch? Ein Spiegelei oder Rührei? Spiegelei. Sehr gut, die wollen auch hier. Zweiter Punkt schon. Super. Noch ein. Das machst du gut, Timmy. Matchpoint sozusagen. Matchpoint, tatsächlich. Also, dritte Frage. In der tschechischen Küche sind Suppen sehr beliebt, zum Beispiel die Bramboračka. Handelt es sich dabei um eine Spargelsuppe oder eine Kartoffelsuppe? Kartoffel. Das ist richtig. Cool. Das ist richtig. Die 5 Punkte gehen an euch. Aber was für eine Performance. Ausgeglichen 23 zu 23 mit einem Durchlauf. Super. Gut geraten, Tigers. Jetzt wird's eng. Also ein Duell absolut auf Augenhöhe. Jetzt entscheidet der Hauptgang. Was gibt's denn jetzt? Also, wir machen einen Souvlaki-Spieß. Das heißt, schön sommerlich Fleisch mariniert, also in gröbere Würfel geschnitten, mariniert auf den Spieß und dann auf den Spieß gegrillt. Dazu einen schönen Tomatensalat. Alles soweit klar? Wir können starten. Stefan, Souvlaki ist dann was für ein Fleisch? Schweine. Ist Schweinerücken. Ist eine recht magere Geschichte. Ich würde nicht unbedingt auf Schweine halten. Geht Schweinerücken, es geht auch eine Schulter, es geht auch eine Keule. Wichtig, dass es nicht zu saftig das Fleisch ist. Weil wenn du es auf den Spieß machst und es ist sehr durchwachsen, dann fällt es dir immer wieder vom Spieß runter. Gut. Heimlich geübt? Ja, Kochsendung auch schon geschaut. Ich habe ja auch drüben in Amerika gespielt und da lief... The Food Network. Gordon Ramsay ist den Staaten doch auch immer ganz angesagt, oder? Ja, sehr. Mit seinem Ganzen. Sehr. Er macht's ähnlich. Aber Sie sind viel netter als Gordon Ramsay. Ja, so, so. Moment, ich hole schon meinen Punktestand für dich, habe ich dann schon. Aber mal. Stefan, du wirst hier gesiezt, ne? Das ist das Alter, weißt du? Dann Salat, oder? Machen wir das genau, auch mit Genau, jetzt können wir mit dem Salat anfangen. Als kleine Assoziation hätten wir vielleicht auch ein Bild da, wie man Tomaten schneiden könnte. Ihr könnt Würfel schneiden, du kannst auch die Deko nehmen. Auch die Deko schneiden, ist nicht so schlimm. Ja, da will jetzt keiner mehr einen Fehler machen, ne? Bei dem Spielstand. Es ist praktisch wieder alles auf Null. Ja. Hätten wir das Quiz gewonnen, könnten wir uns jetzt zurücklehnen. Aber das machst du doch schon. Es stand der Gleichstand und wir dachten, wir müssen noch vielleicht ein bisschen Risiko gehen, um das Ding zu gewinnen. Ist da nur Fleisch drauf, sonst nix. Ja. Oder jetzt sollen wir so Paprika auch mit drauflegen. Ja, noch könnt ihr feinjustieren.
Noch ist alles drin, am Ende muss sitzen. Das war tatsächlich meine Idee, weil ich habe rübergeschaut zu den Straubinger Jungs und das sah mir einfach zu trocken und zu fleischig aus. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt für die Optik schneidet man jetzt immer eine Paprika dazwischen rein, dann lag sie da vorne. Immer so abwechselnd. Trick 17. Und das Fleisch braucht, glaube ich, eh nicht so lang. Ja. Machen wir halt, oder? Schneiden wir so eine Paprika zu Würfeln. Wenn ihr das Gefühl habt, eure Spieße werden soweit, dann können wir die auf den Grill legen. Also. Dieses Mal dürfen gern die anderen Jungs vorlegen. Macht ihr ein bisschen Schaschlik oder was? Darfst nicht hier drüber schauen. Ja, jetzt merkt man wieder Derby-Feeling. Ne? Geht so wieder los, oder? Ja, wir haben ein typisches Souvlaki gemacht, so wie es gehört. Die anderen waren ein bisschen in einem anderen Land unterwegs. Jetzt schau mal das Ding an und schau mal, was bei euch da liegt. Wir sind ja nicht in Ungarn gelandet. Ja, aber jetzt, das ist die große Frage. Macht die Paprika da jetzt was aus oder nicht? Die Spieße sehen unterschiedlich aus. So, dann würde ich sagen, auf geht's. Mögen die Spiele beginnen. Wie lange braucht das Fleisch jetzt ungefähr? 6-8 Minuten Fleisch, Paprika ungefähr 14. Ich dreh's gleich noch einmal und dann... Nee, Mann, eher weniger als mehr. Ja, aber schau mal her. Nein, Mann, das ist durch. Also wir sind schon in der Overtime, aber es ist Ende in Sicht. Jetzt schön Tomatensalat anmachen. Der muss ein bisschen Frische haben, der muss Säure haben. Olivenöl, ganz, ganz wichtig. Schön Pfeffer. Prise Zucker. Ja, genau. Prise. Einfach nur was zu downsizen, nicht zu viel. Genau. Gucken wir mal, wie die Wertung ausfällt. Wir starten mit dem Chef de Cuisine und den Straubing Tigers. 4-6-6. Die Zitrone war nicht da, da hat der Knoblauch nicht ein bisschen mitgespielt. Das war einfach ein bisschen ruhig, sag mal ruhig. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich glaube, wir hatten einfach nicht lange genug Zeit, um die Marinade ziehen zu lassen. Und dann am Ende kein Salz mehr drauf getan, keine Zitrone. Schauen wir mal, was die Augsburger hingezaubert haben. Und hier die Punkte. 5-7-8. 5-7-8. Weil mir das insgesamt sehr viel Frische hat. Aber ein bisschen Salz und Zucker drauf, das einfach ein bisschen rauskitzeln. Aber das heißt, the winner. Damit haben wir einen klaren Gewinner mit 43 Punkten zu 39, die Augsburger Panther. Jetzt läuft! Ihr könnt euch auch freuen, ja. Und das sind die Zahlen zum Duell. Ein starkes letztes Drittel bringt Augsburg den Sieg. Es riecht griechisch und die Augsburger Panther haben heute den kulinarischen Olymp bestiegen. Was hat den Ausschlag gegeben? Ich glaube, dass wir einfach gut zusammengearbeitet haben und uns ans Rezept gehalten haben. Aber was ist das wert? Die Tabelle. Die Augsburger Panther teilen sich jetzt mit den Eisbären Platz 4. Und Straubing, was ist denn da los? Derzeit nur Letzter. Ganz vorn, nach wie vor Mannheim. Das war die griechische Folge, genau. Ihr seid die Sieger und damit war das für heute die Penny DL Grillmeisterschaft. Aber es geht natürlich noch weiter, also dranbleiben. Die Penny DL Grillmeisterschaft geht in die nächste Runde. Die vierte Folge ab Donnerstag, dem 11. August auf penny.de/eishockey. Das wird wieder lecker. Versprochen.